Servus Leute, zurück zu Let's Play King's Bounty 2. Wir haben das letzte Mal ja mit der Heilerin gesprochen zum Beispiel. Wir haben den einen Dieb da ausgelöst, nennen wir es mal so. Und hier die Untoten besiegt, die den Sumpf sozusagen bewacht haben. Im Auftrag der Magierin, der Heilerin. Weil die hätte da gerne ein paar Geisterlilien hiervon. Hier gibt es sogar mehrere Geisterlilien. Außerdem haben wir hier jetzt einen Schädel, mit dem wir reden können? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Exclamation Mark. Was bist du? You can speak to me? Really? Ja, ich bin ein Totenbeschwörer. Become one with the creator. I don't think so. You can't even let go of this lonely skull. It's a wonder you haven't dissolved into nothing. Tis true. I know more about the afterlife than anyone. And my experiences of the past few centuries have been uncanny indeed. How do I possess all this knowledge? What man am I? Or woman? It has all been erased from my memory. Faded with the long march of time. Why am I yet bound to this world? Sein oder nicht sein. Cursed, just as I am. Do you wish my sympathy? I know not. Could it be that I need time to recollect who I am? Someone scattered my bones over the marshes, and I can feel something connected to me in the very middle of it. My immortality is a heavy burden. If only I could find a way to become one with creation. Okay. Knochen. Knochen und... er will sozusagen erlöst werden, aber eigentlich hätte ich gerne, dass er zusammengesetzt wird und vielleicht ich ein paar untote Kreaturen als Unterstützung zusätzlich bekomme. Aber wir müssen uns sowieso hier umschauen. Das ist ein größeres Gebiet. Überraschend, dass hier nicht direkt ein nächster Kampf lauert. Aber so Lilien wie auch Knochen darf ich jetzt hier drin sammeln. Ist in Ordnung. Hier gibt es ein bisschen EP. Ist auch schön. Nehme ich auf jeden Fall mit. Wobei die EP immer so meh aussehen. 50 EP ist jetzt nicht so der Brüller. Frostklinge, himmlisches Feuer, hört sich nach einem Lichtangriff an. Habe ich sogar schon. Das ist ein Buff einfach für eine Einheit. Das könnte interessant sein. Also ich bin mir echt eigentlich ein Machtheld. Könnte auch interessant sein, muss ich zugeben. Machthelden zu spielen, dann ein zweites Mal. Weil... wäre schon geil, wenn die Einheiten alle... so, was war das? Wo war da die Ente? Wäre ja schon geil, wenn die Einheiten so alles niedermetzeln würden, egal welche Stufe und so, weil man einfach so P-machtmäßig ist. Aber dann kann der Held halt nichts machen. Das ist... komisch, der kann halt nicht mehr zuschlagen oder so. Außer ich spiele das Spiel die ganze Zeit komplett falsch und es gäbe eigentlich einen Angriff für einen Helden. Wäre witzig, wenn es so wäre. Wäre aber fies, wenn ihr es noch nicht gesagt hättet. Nee. Okay, da vorne sind Irrlichter. Sind das Irrlichter? Moment, hier sind irgendwo... da. Knochen. The one who lies here, oh, shit. Beneath my bones. Witnessed a mighty assault. An army charging through the blossoming hills towards the walls of the town. He walked among the undead, risen by black necromancy and fear. If an arrow fired from the walls of Marcella did not kill him, that fear would. That reminds me of an old family legend. Could you perhaps be speaking of my ancestor? I wouldn't know. Ja, woher auch? Wow! WTF! Okay. muss ich zugeben, auch wenn das Spiel eigentlich keine Schreckmomente hat, das ist schon das zweite Mal, wo ich dann auf einmal von etwas, was ich einfach nicht erwarte, dass da plötzlich was passiert, überrascht werde.
leicht erschrecke. Das ist schon mal passiert, als auf einmal ein Skelett vor mir stand. Was haben wir hier? Hier sind auch Knochen. Ist da ein Knochen von dir dabei? Ne? Komischer Ort, komischer Ort. Stimmt schon. Nein, ich habe noch keinen Loot übersehen. Da unten ist ein Turm. Lilia habe ich auch noch nicht übersehen oder noch keine gesehen generell. Stimmt, die werden ja auch angezeigt. Die werden bloß nicht hauptsächlich angezeigt. Erschreckend leer, würde ich sagen, ist dieser Ort bisher. Hier sind irgendwo Knochen da. My bones were brought here to be secreted away. A woman, a powerful sorceress, wept over them. She lamented for all those fallen, while serving a knight by the name of Baldwin. All those cloven by dwarven axes, or pierced by the spears of the undead. The mourner's magic protected those warriors slain by the necromancers. But centuries have passed, and all that is left of her tears are the ghost lilies. So that's why only ghost lilies grow here. Yes, they are but an echo of those time-worn spells. Okay, und die Heilerin wünscht sich ja diese... Moment. Kann ich jetzt nicht mehr mit diesen Geisterlinien und der Heilerin und sowas irgendwas machen? Ich weiß mittlerweile wenigstens, was dieser Buff hier macht bei diesem Schrein. Der gibt mir beim nächsten Kampf, also dieses Mana-Überfluss. Oh. Oh, hallo. Wer bist denn du? Aus Sehne. Der gibt mir beim nächsten Kampf 20 Max-Mana zur Verfügung. Warum auch immer. Das ist auch Gutes. Vielleicht bei härteren Kämpfen. Da sehe ich doch Loot. Bevor er leuchtet, sehe ich ihn direkt. Kann es sein, dass ich jetzt durch die Knochen jetzt einfach die andere Quest nicht machen kann? Mit den Geisterlinien oder so? Alte Ghule. Holy moly. Ey, caramba. Und der Zombies. Ich habe ja überlegt, Zombies wäre eine Option. Aber ganz ehrlich, die Banditen... Moment. Habe ich vergessen, die zu heilen? Moment, kann ich Menschen nicht heilen? Doch, ich habe doch davor auch immer... Hä? Warum habe ich da weniger, als ich hatte? Habe ich das... Oh, ich habe wahrscheinlich einfach vergessen. Das kann natürlich sein. Stufe 3 Skelettbogenschützen habe ich hier genug. Zombies. Und alte Ghule. Ja. Irgendwann später... Falls ich irgendwann mal 5000 Führungen hätte, dann komme ich vorbei. Hol ich mir einen Trupp alte Ghule. Aber ansonsten... Nein, danke. Hier sind noch weitere Knochen. Aber wo sind diese Geisterlilien jetzt? Ah, vielleicht bei solchen Lichtern. Ah, stimmt, die Dorfheilerin. Ah, ich dachte mir die ganze Zeit, Geisterlinie genommen. Was ist hier eigentlich? Dieser Turm? Ja, ja, doch ein untergegangener Turm. Sieht... Oh. Ist das ein Rätsel? Gibt es hier irgendwo ein Rätsel, wo ich diese Zeichen brauche? Wenn, dann habe ich sie schon längst wieder vergessen. Leider. Okay, da sind die letzten Gebeine. Dann holen wir uns erstmal die ganzen Geisterlinien. Oh, hallo. Ja, das hole ich mir auch. Es gibt Macht, oder? Ist das nicht so ein Machtteil? Nee, was ist das? Drachendenkmal. Führung! Sowas liebe ich. Solche Obelisken oder was auch immer das ist, die gab es in King's Bounty auch schon immer. Und die waren tatsächlich in früheren Teilen relativ
ja, ein bisschen häufiger auf jeden Fall anzutreffen. Und die waren immer worth. Also, wenn da eine stärkere Truppe davor stand, dann war das halt immer eine Überlegung wert, das zu bekämpfen, um dorthin zu kommen, weil man dadurch eine permanente Steigerung erhält. Und meine permanente Steigerung in dem Fall hat nichts bewirkt. Bei den Skeletten und bei den Banditen bin ich bei Max-Truppen angelangt. Mehr geht da gerade nicht. Es war ärgerlich, dass ich nochmal zurück muss, um die aufzufüllen. Bloß weil ich das Heilen verpasst habe. Oh, Moment! Lol. Uh-oh. Was ist denn hier? Das sieht auf einmal nach einer starken Truppe aus. Kann das sein, weil ich die Geisterlilien jetzt gesammelt habe? Kampf. Naja, wir holen uns erstmal... Ne, ich habe noch nicht alle Geisterlinien gesammelt, oder? Da ist noch eine. Kann sie aber nicht sammeln. Ha! Aus dem Sumpf rauskommen lassen sie mich anscheinend nimmer ohne Kampf. Das ist belastend, weil... Ja, ich habe anscheinend verpasst zu heilen. Dementsprechend bin ich mit einer schwächeren Truppe unterwegs. Sehr belastend, das Ganze ist. Baby Yoda hat zu sagen. Und hier gibt es keinen alternativen Weg. Ja, mal schauen, was, wenn ich die Skelettbeine zusammengesetzt habe. Vielleicht hilft er mir auf irgendeine Art und Weise. Erst noch hier noch zu Ende schauen. Oh ja, da leuchtet was, oder? Was sagt die Karte? Ich habe nichts. Das ist jetzt interessant. Ich habe hier nur den Weg durch Kampf rauszukommen. Ungewöhnlich. The Fair Knight Baldwin led the Marcellan army into battle. This is the spot where Baldwin's protector perished. A squire whose name has been lost to the centuries fought to protect his master until his wounds forced him to the ground. The last thing he saw before his eyes went black, with the last of Morkholt's units fleeing back to Rigern. Ha! Huh. This is a story of my luckless ancestor Morkholt, huh? It's been 500 years, and still it comes up. Yes. In truth, it was a long time ago. Wohin fliegst du denn? Finde den Grabstein in der Mitte der Sümpfe. Ah, okay. Da ist er dann wieder zusammengesetzt. Ah, so that's what. It was I, Nisevra the Sorcerer, who learned King Maximus was absent on a mission to conquer the elves. And led the undead to the walls of Marcella. What would the Dukes of Rigern, Hugo, and Morkholt do without me? Those good-for-nothings. They are but dust under the boots of the mighty masters of death. Thus thought I. But twin lightning bolts from two of Nevedis's sorceresses reduced me to ash. Separately, I would have thrashed either of them. Does the mighty master of death still remember his oath? Will you serve the blood of Rigger as you did before? I long for vengeance on all those who lived while I lay dead. You will be but the first victim of the mighty Nisevra. Oh shit, was? Tödlicher Feind? Ich habe mir da einen tödlichen Feind angelacht. Todesritter. Geister. Wow. Sorry. Zum Glück kann ich mich zurückziehen, weil ich habe ja keine Chance gegen den. Ich habe dir geholfen und... Ah ja. Und du stellst dich dann gegen mich. Ein tödlicher Feind mehr auf der Map. Und ich muss erstmal an denen vorbei. Ja, toll. Die Lilien habe ich alle, oder? Besiegt den uralten Totenbeschwörer.
Ich möchte auch ein Totenbeschwörer sein. Ja, das ist ja ganz belastend hier. Wo ist das? Dorfheilerin. Gut. Haben wir geschafft. Kann ich mich teleportieren? Oh, hallo. Kann ich mich teleportieren? Ich würde gerne hier raus. Muss aber gegen die kämpfen, wie es scheint. Und das sind auch stärkere Truppen. Ah, ein Glück. Geringfügig schwächerer Feind. Aber diesmal haben wir die schlechtere Position, oder? Aber zum Glück ist es ein geringfügig schwächerer Feind. Ja. Diesmal kämpfen wir von der anderen. Das wäre witzig, wenn wir direkt von der... Ja, es ist fast die andere Seite. Blöd ist nur die da. Die sind nervig an der Stelle. Wobei, wow, sind das viele. Und ich habe leider Menschen, die von denen beeinflusst werden können. Ganz schlecht, ganz schlecht. Meine Skelette. Wo können sie hin? Da oben können sie hin. Da sollten sie wahrscheinlich auch hin. Wobei, oder ich könnte nach unten flüchten. Das Gebüsch könnte mir vielleicht ein bisschen Schutz... Ja, die Bogenschützen müssen einfach durch Magie vernichtet werden. Andererseits, sie müssen halt auch so durch Magie vernichtet werden. Ach, das ist alles schlecht. Egal, wie man es macht, ist alles hier schlecht gerade. Moment, das sind Zombies. Die sind bloß an 9. Stelle. Das sind nicht 9 Stück an der Zahl. Der geringfügig schwächere Feind ist auf jeden Fall stark. Hat eine gute Position und die tun weh. Noch hinzu kommt, dass das nicht viel bringt. Die dort oben tun aber noch mehr weh. Da fürchte ich. Also der kann einmal seine Fähigkeit machen und die wird wehtun. Die wird so oder so wehtun. Ja gut. Die Fähigkeit kannst du auch bloß einmal machen. Das war gut. 2 weitere sind gestorben. Das ist okay. Mal schauen, ob die Geister überleben werden. Die Banditen gehen mal darüber. Die werden gegen die Zombies kämpfen. Ah, ich hätte sie vielleicht so weit wie möglich auseinander. Oh. Oh, das ist doch schön. Die Geister sind nicht gut gegen Fernkampf. Wie sie halt meine stärkste Einheit auch fokussen. Das ist echt garstig. Das kann ich leider nicht bewirken. Wäre geil sonst. Ich habe kurz überlegt dort oben, aber hier mache ich mehr Damage damit. Außer Schwäche für einen Zug. Also im Kampf gegen die Banditen ist das gut. So. Ihr geht direkt in den Kampf über. Was soll der Geiz, nicht wahr? Auf ins Battle. Wir haben ja den Vorteil, dass... Oh, nochmal. Auf ins Battle. Wir haben ja noch den Vorteil, dass wir ja stärker sind von den Einheiten an sich. Weil wir einen Helden haben, der Buffs ein bisschen Macht gibt und so. Ja, die geht ja nicht anders. Zauber wieder. Banditen helfen sich gegenseitig. Und die sind weggebrannt. Sehr schön. Okay, ihr macht eure Fähigkeit. Angriff. Die Rüstung ist reduziert. Aber die Banditen haben gegen die Zombies keine Chance. Das ist interessant zu wissen. Falls ich mal Zombies selbst nutzen möchte. Aber die Rüstung ist reduziert, deswegen macht das deutlich mehr Schaden. Heißt, die Banditen werden gut unterstützt. Aber die Geister... Ja, die Geister haben bloß...
Genau, sehr gut. Die werden ihre Fähigkeit auch irgendwann einsetzen, haben sie jetzt gemacht. War zum Glück überhaupt nicht gut. Die Fähigkeit war jetzt nicht sehr gut. Und der versteckt sich, dann wird er nicht getötet. Die greifen an, haben aber nicht ihre Fähigkeit aktiviert, was natürlich fatal für sie ist. Dadurch werden sie absolut dezimiert. Ja, die Zombies machen zwar eklige Sachen, aber naja. Dadurch, dass sie hier nur nachkämpfen, ist es zum Glück weniger verheerend. Und du machst jetzt... Das macht keinen Unterschied. Weil der nächste Weg wäre dorthin. Genau, verprügelt den. Und dann läuft schon mal weiter. Die sind unser nächstes Ziel. Ja. Erstmal ein Escher. Sehr gut. Dann kannst du hier nichts machen. Sehr gut. Ah, jetzt wird er. Jetzt kann er da wahrscheinlich. Können die wahrscheinlich was machen. Auch gut, einer gestorben. Und auch noch geschwächt. Sind sie aufgerieben. Und jetzt endet's. Und wir haben keine Einheit komplett verloren. Sehr gut. Yay! Sehr schön. Die haben. Die haben jetzt die höchste Stufe erreicht. Ist irgendeine neue Fähigkeit? Nee. Macht ja nichts. Im Prinzip. Ja. Das habe ich beim letzten Mal vergessen. Ah, das geht auch so. Ah, sehr gut. Na, dann passt's. Nee, das geht nicht so. Ja, 8 von 8, aber ich habe eigentlich 10. Platz für 10. 10 kann ich beherrschen. Da kann ich jetzt 3 mittlerweile beherrschen. Auch nicht schlecht. Da glaube ich 5. Alles nicht schlecht. Alles sollte ich machen. So, jetzt übergeben wir aber erstmal die Geisterlinien. Da haben wir uns einen sehr starken Feind gemacht. Obwohl wir dem geholfen haben. Frech, frech, frech. Naja. Wir werden ihn irgendwann wieder besuchen. Unseren Vorfahren oder Feind eines Vorfahren. Ne, das ist ein Vorfahren von uns, hieß es. Warum greift er uns da an? Wir sind doch dabei, in seine Fußstapfen zu treten und selbst übermächtig zu werden. Dann schauen wir mal, was uns die Heilerin als Geschenk gibt. Und dann, glaube ich, muss ich meine Truppen wieder auffrischen. Und dann würde ich gerne weitergehen wieder. Weil das werde ich auch noch nicht machen. Die waren, glaube ich, auch noch ein bisschen zu stark. Wobei, das hängt halt auch ein bisschen immer vom taktischen Feld ab. Oh, I can smell the ghost lilies. Did you bring enough? I sure did. I went all around the swamp, breathing all kinds of rancid stuff. That's all right. It'll wear off. And for problems that don't wear off so easily, I have something left from my days in the capital and a few other things I made myself. I hope they'll be useful for you. Quest aktualisiert. Quest abgeschlossen, aber sie hat noch was auf dem Herzen. Are you heading to the Mage's Tower? I have a request for you. What is it? I understand. You have your own tasks. But is there any way you could check something for me? I'm worried about my niece. What happened to her? Her name's Yvonne. I haven't seen her for 10 days now. She said she was heading to the tower to meet a friend. Of course, she's an adult now, but I'm still worried. I'll see what I can do. Das magische Versprechen. Aha. Ja gut. Options. Möglichkeit Nummer 1. Wir sollten... Genau, wir schauen... Oh, N. Wer ist denn N? Wir schauen uns hier mal genau um. Also ich muss auf jeden Fall nochmal zurück. Meine Truppen auffrischen nach dem Level-Up.
Oder generell nach dem verpassten Heilen wieder das Korrigieren. Aber wir fragen hier nochmal rum. Vielleicht erübrigt sich das ja auch hier. Weil hier es geilen Zeug gibt. So. Anne. Das sieht so aus, als... Nee, der Handel... Da drüben, doch, der Handel. Händler ist da drüben. Okay. Was hast du denn? Was ist das? Haben wir schon. Gürtel des... Vergleich nimmer. Ja. Widerstand gegen Magie und Widerstand, was ist das obere? Weiß ich gar nicht. Aha. Arcanes Wissen. Ah, Rüstung und Gesundheit ist, glaube ich, ganz okay. Auch nicht schlecht. Der Schlafring. Auch nicht schlecht. Was für Ringe habe ich? Ich habe doch zwei Ringe. Kritische Treffer plus 5. Und Banditen eine Moral höher anstatt Bogenschützen. Ne, ich habe mehr Bogenschützen. Halt deine Zauber, würde ich auch gerne sehen. Antreiben. Bewirkt die Stärke. Okay, ja, das kann ich bei meinen Truppen gerade gut gebrauchen. Boah, ist das teuer. Beschwören. Beschwört eine zufällige Einheit. Na gut, eine volle Einheit. Also es wird dann, zum Beispiel im Sumpf wäre das wahrscheinlich nützlich gewesen, wenn meine Truppe komplett ausgerottet wäre. Oder fast. Durch den ersten Kampf in den Sumpf rein. Und dann, wenn ich raus wollte, hatte ich ja bloß den einen Händler, wo bloß drei Einheiten zur Auswahl hatte. Und da wäre es vielleicht sinnvoll gewesen, noch zwei weitere zu beschwören, wenn man keine Reserve hat. Magiequelle. Bewirkt die Stärke. Erhöhte Rüstung, Magiequelle an den... Immer wenn die Einheit Schaden erleidet, erlangt der Held plus 3 Mana und die Dauer des Effekts wird um 1 reduziert. Oh! Kann nicht erforscht werden. Ah, das ist der Haken. Ich habe mir gerade überlegt, oh, Moment, das ist eine... Ich kann sozusagen Magie selbst erschaffen? Wie nützlich. Aber das ist leider so einfach nicht. Windgeist beschwören kann auch nicht erforscht werden. Toll. Dann will ich es nicht. Oh, I'll tell you more. Asgold used to talk a lot about this crypty stuff. Man muss auch immer eigentlich schauen, ob die Leute ansprechbar sind. Einmal habe ich eine Quest bekommen, indem ich jemanden angesprochen habe. Irgendwann random. Ohne dass da ein Questzeichen drüber war. I'm your enemy. Your pet wolf stole my totem. It is for the good of nature. So, was ist hier los? Irgendwas mit Wölfen? Stress und so. Hier kriegt man wahrscheinlich ein paar Stärkeeinheiten und so, wenn man dem hilft. Sorry, the animals are not for sale right now. I've never heard of animals becoming untame. I can't do anything about it. The animals no longer obey me. I lost my druidic totem. The tool I used to tame them. Or to be more precise, it was stolen. By whom? A wolf came out of the woods and snatched it. My sister sent it. Why? Was it revenge? Or a rivalry? No. Arrogaster and I are not rivals. We had a falling out 7 years ago, when she became a hermit. She lives near the Thousand-Year Oak, and follows the way of the Elven Druids. She's against me handling animals. All she does is watch over them and heal them when needed. But I can't live her way. I don't want to either. I've gone to the Oak and tried to reason with her so many times. But I cannot get her to listen. My heart is sinking. After all, she is family. Wo ist das? Ah, okay. Ah. Stimmt Aro um oder entreißt Lobo dem Wolf das Artefakt? Natürlich ist dann die Gewandtheit das Richtige. Tatsächlich wäre wahrscheinlich Macht und Anarchie besser irgendwie, weil meistens ist es immer der gewaltvolle Angriff irgendwie so. Und das da ist meistens so eher die Diplomatie und Disziplin wäre wahrscheinlich eine bessere Kombination. Ja, dann mache ich es halt verkehrt. Ist halt so. So gefällt es mir eben. Dafür bin ich Totenbeschwörerin geworden. Was ist es? Sag mir, ist es schön? Es ist. Die Tower ist tall wie die Sterne. Was haben wir hier?
Hier irgendwo? Wer bist du? Du siehst mit dem Pergament ziemlich interessant aus. Aber nicht interessant genug, um mit mir zu reden. Und hier haben wir jemanden, mit dem ich reden könnte. Mit dir kann ich nicht reden. Okay. Zwerge gibt's hier scheinbar. What are the dwarves doing here? Well, we buy grain here and take it to Riggern. But I don't understand why the Royal Guards had a brush with the locals right now. It's a long story. And I figured it out. Are you from Ongeborg? Of course. If you want strong fists and iron beards, talk to Tarif. We dwarves are good fighters, yes. Ja, aber Machteinheiten, genau. Huskarls. Das gegen die werden wir bestimmt noch kämpfen müssen. Die Riggern. Ja, wir waren ja an der Grenze zu Riggern. Da kommen wir wahrscheinlich nie hin. Vielleicht gibt es ja irgendwann einen DLC. Oder bei King's Bounty gab es ja auch mehrere Standalone-Spiele. So, schauen wir mal auf die Karte, ob ich irgendeinen Schatz verpasst habe. Nein, habe ich nicht. Dann würde ich sagen, habe ich gerade nichts weiteres zu tun, außer weiterzugehen. Aber das würde ich vorschlagen, machen wir das nächste Mal. Ich werde in der Zwischenzeit meine Truppen wieder auffüllen und dann gehen wir frischen Mutes und überzeugen sie hier doch irgendwie wieder dem Jäger zu helfen oder sein Amulett, sein Totem wieder zurückzugeben, weil der ist ganz traurig, ganz böse, böse, Bubi, Bubi. Also dementsprechend, wie bedrohlich das da drüben aussieht. Vielleicht sollte ich doch... Naja, beim nächsten Mal machen wir weiter. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.